Und Franziskus hält nun eine kurze Predigt aus dem Stegreif. Er zelebriert heute selbst. In den vergangenen Tagen haben wir gesehen, wie Papst Franziskus die Feiern, unter anderem die Totenmesse für seinen Vorgänger Papst Benedikt, leitete, ein Hauptzelebrant aber an seiner Stelle zelebrierte heute, zelebriert Franziskus selbst. Liebe Eltern, danke, dass ihr eure Kinder hierher gebracht habt, um sie in die Kirche einführen zu lassen. Das ist eine gute Sache, denn vergessen wir nicht, als wir selbst getauft wurden, es ist wie ein Geburtstag, denn die Taufe ist eine Wiedergeburt zum christlichen Leben. Ich rate euch, euren Kindern immer zu lehren, dass der Tauftag ein Geburtstag ist, und dankt dem Heiligen Geist für die Gnade, Christen und Christinnen zu sein. Das ist mein Rat an euch. Und denken wir darüber nach, dass diese Kinder, die ihr heute hierher bringt, einen Weg beginnen. Und ihr Eltern und Paten und Patinnen müsst ihnen dabei helfen. Ihr müsst ihnen beibringen, wie man betet. Als Kinder müssen sie beten lernen, wie man das macht, mit den Händen, mit den Gesten, wie man betet. Denn das ist das Gebet, das ist, was ihnen im Leben Kraft geben wird. Die erste Sache, die sie lernen müssen und die ihr sie lehren müsst, beten zu Gott, dem Herrn, zur Mutter Gottes. Man sagt, wenn jemand zornig ist auf Gott und sich entfernt hat, dann ist die Mutter Gottes immer bereit, Vermittlerin zu sein. Die Mutter, sagt man, ist ja immer näher zum Kind als der Vater. Warum? Es ist einfach so. Sie sollen lernen, wie man Christ und Christin ist. I bambini sono sinfonici, tutti andranno dietro di questo. Lasciateli gridare, lasciateli piangere. Forse qualcuno piange di fame. Wenn die Kinder gerade Hunger haben, gebt ihnen zu essen, füttert sie, stillt sie. Wichtig ist, dass das hier heute ein Fest ist, der Beginn des Weges aller Christen. Helft euren Kindern. Vielleicht, wenn diesen Babys mal heiß ist heute, denkt daran, ihr könnt auch ausziehen. Wichtig, das hier ist ein Fest, diese Feier heute, das Fest geht weiter, aber ihr müsst diesen Weg beginnen. Lehrt eure Kinder. Die kurze Abbraccio-Predigt, Stegreif-Predigt von Papst Franziskus mit Tipps an Eltern und Paten für diese Feier und für den Rest des Lebens. Lehrt sie beten, begleitet sie, helft ihnen. Habt offene Ohren für die geistlichen Bedürfnisse eurer Kinder.